Bucht. Ach, guck mal raus. Oh nee. Leck mich. Warum darf der Gegner auch Zauber benutzen? Das ist unfair. Ich bin der Meinung, nur ich würde Zauber benutzen dürfen. Das wäre viel ausgeglichener. Spiel, in dem sie der Gegner nicht wehrt. Nur was Schönes. Ja, war klar, dass der Klinge empfindlich gegen Klinge ist. Doch jetzt verständlich die Fingerknochen. Tschüss. Gott! Im Sumpf! Wer stellt eine Kiste in den Sumpf und verschließt sie? Jemand hat euch fühlt, dass du sie öffnest. Der Entwickler des Spiels. Hahaha! Lächerlich. 250 P, Stufe 10 erreicht. Ein Magietrank, ein Lebenstrank. Nein. Gut, gut, gut. Habe ich das kaputt gemacht? Ja. Es ist nichts darunter. Du kannst viel Geld verkaufen. Du musst nur noch eine Internetfirma aufmachen. Schon wieder so ein Baum. Das macht mich nervös. Ich habe irgendwie Angst, dass der Baum irgendwann mir auf das Maul haut. Ich bin gespannt, was drin ist! Ein Magietrank. Noch was? Ach toll. Ein Sumpfpilz. Eine kaputte Brücke. Kann ich die auch mitnehmen? Komm, ich hab noch so einen Brückenteil. Kann ich das da nicht hinwerfen? Nein, du musst außen rumgehen, noch 20.000 Gegner besiegen. Ein Sumpfpilz. Das. Also, wir rüsten uns um. Ja, ich lerne langsam dazu. Wo sind die alten abgeschiedenen Tage hin? Kusch, du kannst jetzt den Kusch! Hinter! Ich sorge persönlich dafür, dass dir das Licht gleich überall hinscheinen kann. Das klingt erregend. Genau. Klinge. Kommt gleich irgendwann der Überendboss und ich habe keine Chance. Ah, halt. So ist der blind. Er ist blind. Ein Untoter, der blind ist. Kommt das nur mir etwas merkwürdig vor? Also dafür, dass er blind ist, trifft er aber noch verdammt gut. Ach ja, richtig, das war ja wieder dieses. Was für dich gilt, gilt nicht für die Gegner, ne? Kann trotzdem nur einmal angreifen. Schwach. Aufstand der Rentner. Ja. Brunnenstufe 10. Ja, Hauptsache du bist glücklich, ne, Opa? Hallo, Hilfe an so einem Ort. Kann das sein? Warum kommst du da nicht runter? Draußen sind wir nicht! Hydraulisch, der Kleine hat Angst! Wer bist du überhaupt? Er war der Wasserfall von einem Schwätzer! Was machst du hier? Du solltest einen guten Grund haben, an so einen güldenen verlassenen Ort umherzuschleichen. Einen sehr guten. Nun komm schon runter! Was siehst du? Niemand will dir das tun! Hab ich meinen Keks von den Fremden? Bist du also von deinem Baum herunter? Jede Verstockung löst sich, wenn sie von der Flamme der Wahrheit geküsst wird. Also rede, wer bist du, was treibst du an diesem Ort? Yeah, Grafikfehler. Dämonenwerk. Zabrei! Ihr böser Geist, wieder ein geweihter Brunnenheil! Hat er das wirklich? Es könnte ein Trick sein. Zauberei, schneidet aus! Diese Art von Magie beherrschen sie nicht! Sie haben sie immer verachtet! Ach ja? Was war es dann? Ha! Du weißt es nicht! Oder du überscheißt dich, beherrscht sie mal eine richtige Antwort zu freuen! Du weißt es wirklich nicht! Yeah! Sieh an! Sieh an! So werden die Tropfenbrunnen als geweiht!
Bist du sicher? Sie wissen, ist irgendjemand einen guten Beutel Gold wert? Sagt wahrscheinlich dasselbe, ne? Ja. Trink mal noch einen Schluck. Es soll es geil sein. So, jetzt kann ich bestimmt die Brücke oben reparieren. Den Brunnen werde ich gleich wahrscheinlich nachher nochmal aufsuchen müssen. Ey, Junge, du gehst viel zu oft zur Heilung und so. Es ist voll lame. Hat die nicht schon einen Teil aufgesammelt? Nein! Yeah, Party! It's Party Time! Ich liebe es, wenn Wege klar und offensichtlich sind. Da bist du ja! Du Mausreißer, kommst du mal her? Der Viva ist schlau als deine Herrin! Deinem Gäste von den Knochen wirfen sicher! Nein! Nein! Deinem Geist ist davon ein Knochenwurf leidlich sicher! Warum lag ich so bist? Oh, meine Eule! Alle nicht! Einer hat es gerade entdeckt! Der Baum! Aldrada! Ich glaube, ich kann es Hilfe verschaffen! Heute muss ich aufwendige Magie weben! Und ihr müsst mir die Zwischenzeit unwissend und bleib halten! Du wirst nicht mitkämpfen! Ich würde uns an der Wand nicht setzen! Triff eine Entscheidung, Erwählter. Der dunkle Diener rückt heran. Ach, Zauberhilfe dabei. Ich zauber nicht, ich webe. Was auch immer, fang an! Wie weben? Ich sind doch hier nicht in Loom. Ja, und ich habe wieder die falschen Waffen ausgerüstet. Lololo. Hätte mal jemand sagen können, dass als erstes Skelette kommen. Sieht man doch, der steht schon ganz unten. Ist offensichtlich, dass der zuerst kommt. Aber deswegen bin ich froh, dass es Speicher- und Ladesysteme gibt. Und ich mag Spiele ehrlich gesagt weniger, wenn sie das nicht haben. Aus gutem Grund. Sehr gutem Grund. Und ich hoffe es... Ach, was... Oh. Und drück einfach weiter. Ich achte gar nicht auf das, was du tust. Tust du doch eh nie. Komm, ich will eine Runde Loom spielen. Also lass sie leben. Warum krieg ich da noch ein Brückenteil? Was willst du brauchen? Voll krass Baum. Scheiße ist nur, wenn die Bäume anfangen, mit einem zu reden. Was sie bei mir natürlich nicht tun, nein. Ich höre keine Stimmen. Okay, manchmal schon. Ja, das zählt nicht. Egal, euch gebe ich. Als Truff aufs morsche Bein. Müsste der Blitzschlag nicht noch effizienter werden? Also im Sumpf, weil ja hier alles nass ist. Also, wäre jetzt mal so rein logisch. Ich will das schon nicht logisch, Idiot. Oh. Sag mal, aus was bin ich denn? Gulden macht gegen alle Untoten. Hab ich das schon länger? Das ist jetzt eine verdammt gute Frage. Mir fällt es nämlich ehrlich gesagt erst jetzt auf, dass ich sowas habe. Das hätte nützlich sein können, wenn es mir früher aufgefallen wäre. So, das hast du nur seit, solange die Untoten da sind, hast du das. Also, jetzt bringst du nichts mehr. Mit was für Knochen werfen denn die bitte schön? Jeden gefährden. Ich hätte jetzt irgendwie Lust, das mal auszuprobieren, aber ich hebe es mir besser noch ein bisschen auf. Ja, weil ich es danach nie wieder brauchen werde. Ich sehe es kommen, ich sehe es kommen. So wird es ablaufen. So nicht anders. Die hätten wir! Was hat ihr mir bereit? Ah, dauert doch! Kann ich nicht mal kurz zum Brücken zurücklaufen? Nö, kannst du nicht.
Waffe, Klinge. Ich glaube, ich muss erstmal. Oh Gott, ich bin tot. Ich bin so tot. Nein! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Meine überragenden Fähigkeiten seid ihr nicht gewachsen, ihr niederen Wesen. So, jetzt will ich das doch mal. Linden Aura. Ach komm, probieren wir das. Und ich mühe mich natürlich hiermit. Ja. Stell dir mal vor, das hätte ich früher herausgefunden. Stell dir mal vor, ich hätte mir die Waffe gewechselt. Stell dir mal vor, ich würde jetzt nicht gleich sterben. Ja. Das ist ein guter Zeitpunkt festzustellen, dass ich keinen Tränke habe. Würde wahrscheinlich mal gar nichts bringen. Ich habe schon wieder diesen Fehler, dass ich nicht sehe, dass er benommen ist. Ich glaube, ich habe verloren. Sagt mir zumindest mein Gefühl. Also so. Nochmal alles probieren. Ja, ja, bla. Ich hasse sowas. Du musst mir ewig Sequenzen anschauen. Danach kann man nicht speichern. Wieso machen Entwickler sowas? Warum lassen sie eigentlich speichern nach dieser endlos langen Sequenz? Nein, man. Jetzt hätte ich fast schon das falsch geklickt, die Zauber. Nochmal. Die Sequenz nochmal anschauen müssen. Kann ich hier auch abwehren? Ich stelle fest, nicht dann. Wieso kann ich hier nicht abwehren? Was ist das für ein Mist? Egal, er wirft jetzt erstmal Dingsbums rein, Eichhörnchen. Nein! Gott, ich belebe noch. Ich hoffe, ich bekomme bald einen vernünftigen Gruppenhaltzauber. Der ist einfach nur schrecklich. Ich hätte doch die Waffe wechseln sollen. Ja, hätte es gemacht, dann. Wäre der jetzt schon tot. Könnte man Magietrank dem anderen geben. Und tschüss. Jesus braucht schon wieder Heilung. Läuft noch. Gott. Das wird noch ein harter Kampf werden. Ich mag es lang und hart. Oh, ich habe noch kleine Heiltränke, fällt mir gerade so auf. Nein! Nein! Ach komm! Leck mich doch! Nein! Oh Gott, ey, zum Glück, ich habe gedacht, jetzt hat er den Toten angesehen. Giso, du bist tot, hör, ob ich heile ihn. Ja, toll. Wie effizient ist das? Nicht effizient genug. War klar. Dann bin ich jetzt wohl wieder tot. Nein, ich lebe noch. Ich bin erst tot, wenn mir die Heilung ausgeht. Das Mana, das... Ach, was auch immer.
das Zeug da halt. Oh, und tot. Ja, ja, bla bla. Wir dürfen den Text nochmal anhören, ey. Ich freue mich. Das wird wahrscheinlich noch unlustiger werden als Olaf. Also soll ich doch mal ein paar Tränke kaufen gehen. Schwierig. Ich bin ja auch lustig. Nein! Ach komm! Das hasse ich so. Und jetzt muss ich die Sequenz nochmal anschauen. Warum? Es ist so schwer, nach der Sequenz nochmal einen Speicherpunkt zu setzen. Nein, ich hasse sowas. Gut, zum Glück ist nicht Vampire Dawn. Da wird es dann irgendwie so halbe Stunde, Stunde Zwischensequenzen ohne Speichermöglichkeit und dann, ja. Wucht habe ich. Machen wir das so dieses Mal. Die machen wir es ganz anders. Thomas anders. Kommt bei dir gut. Ich habe schon fast ein bisschen gelacht. Ja, jetzt haben wir mal das rauf, dann ist einer schon mal weg. Gut, du rüstest dich mit Klinge aus. Du heilst noch mal. Klinge Lohnleid. Macht nicht so viel Schaden, aber scheiß drauf. Ja, greif weiter normal an. Was soll denn das? So, und jetzt sterben. Gut. Ist doch schon mal halbwegs optimal. Halbwegs optimal. Okay, doch. Ergibt sogar halbwegs Sinn, mein Fuß. Halbwegs. Yeah. Klinge Lohnleid. Ich hau jetzt erstmal den da weg und dann. Er lebt doch, verdammt! So war das nicht geplant! Oh, alles ist. Alles unter Kontrolle! Göttergabe. Ja, gut, jetzt halt ich. Hau ich mir erstmal ein paar Tränkchen rein. Auch mein Magietrank. Voll die Verschwendung im Prinzip. Der heilt 80, ich habe aber gar keine 80. Göttergabe. Komm, wir heilen nicht besser. Das wird auch nichts, wenn ich nicht heile. Das endet in einem Desaster. Weiß ich doch. Dass wir wieder sterben. Reicht das? Es reicht, gut. Fusseln, hey. Warte, da! Soll ich jetzt wirklich mal zur Potte kommen? Es gelingt. Jetzt spür das weg, wenn du tänzest. Bist du tänzest? Keine Ahnung. Yay. Boah, ich schieb von alle voll die Hallos, ey. Guck mal, der Bauch hat Augen. Boah, geiles Sumpfgas. Das ist keine Hilfe. Ha! Bei den Göttern, was war das? Ich habe den Pfeil mit seiner eigenen Waffe geschlagen. Der Bauch ist von tief rein, der Boss hat angenagt. Ich spür das gleich. Ich muss jetzt noch ein wenig an ihn zupfen. Aber ich zupfen? Aber geh weg, legst du sein Haus auf alles in seiner Reichweite. Ich kenne den Muster immer besser. Na, zum Glück hast du die Reichweite des Baums richtig eingeschätzt.
Böses mit Bösen zu kämpfen ist schändlich, Hexenweib. Bloß nicht mit deinem Prinzip hinauf. Es hat funktioniert, das zählt. Man kann nichts bekämpfen, dass man sich selbst bedient. Da hörst du es, Erwählter, wen du mit dir schleppst. Der Baum ist halt auch von dir besessen, was immer um sich greift, Matata. Was habe ich denn eben gerade erklärt? Du hast es ihn zum Ausbruch gebracht. So wie du es sagst, klingt das fast wie eine Unterstellung. Naja, also nahe sollten wir du lieber nicht kommen. Aber zu wenig wichtigen Dingen. Heule. Du bist ehrlich, mein Lieblingsdummvogel. Hier, du blickst doch mal einfach ab. Weg, aber jetzt raus mit dir und an deinem Platz. Sie dreht sich nicht um. Das war's! Ich wollte ja das Haus rein. Sie alle Verbindung wiederhergestellt. Dann ist sie weg hier. Das Wort stinkt mir. Was passiert, wenn ich trotzdem zu nah hinkomme? Yeah! Ich hab Scherenhände! Das Baum! Auf gar keinen Fall näher ran! Das heißt, ich komme jetzt an dieses Ding gar nicht mehr ran. Ich jetzt wissen, bis es es nagen hat. Nö! Er sagt, leck mich. Wir haben das Spiel schon wieder in die Fresse getreten. Na gut, wenn ich das nicht gemacht hätte, ich wahrscheinlich gegen alle kämpfen müssen. Was nun wieder? Meine Eule, sie hat es erreicht. Die Verbindung ist erneuert. Jetzt sehen wir die Nacht, Sumpf und Wesen. Ja. Moment, heißt das, das sind jetzt wieder welche da? Hoffentlich nicht. Wir gehen erst nochmal einen Schluck frisches Quellwasser.